Herr Markheim? Sie kommen am Weihnachtstag zu mir, obwohl Sie genau wissen, dass ich allein im Haus bin, die Läden heruntergelassen habe und Geschäften aus dem Weg gehe. Sie werden dafür zahlen müssen, dass ich jetzt Zeit versäume. Sie müssen außerdem für ein gewisses Benehmen zahlen, das mir heute an Ihnen ganz besonders auffällt. Ich bin die Diskretion selbst und stelle keine unliebsamen Fragen. Aber wenn mir ein Kunde nicht ins Auge sehen kann, dafür muss er zahlen. Was halten Sie davon? Naja, ich weiß nicht. Sie können natürlich, wie gewöhnlich, einwandfrei nachweisen, wie Sie in den Besitz des Gegenstands gelangt sind. Wieder mal aus Ihres Onkels Kabinett. Ein hervorragender Sammler her. Diesmal befinden Sie sich im Irrtum. Zwar ist meines Onkels Kabinett hiermit bis auf die Wände ausgeplündert, doch heute bin ich vor allem gekommen, um einzukaufen. Mein Anliegen ist die Einfachheit selbst. Ich suche ein Weihnachtsgeschenk für eine Dame. Ich habe die Sache gestern versäumt und muss meine kleine Aufmerksamkeit nun heute Abend beim Essen anbringen. Wie Sie sich denken können, darf man eine reiche Heirat nicht vernachlässigen. Gut, Herr, es sei. Schließlich sind Sie ein alter Kunde. Und wenn sich Ihnen wirklich, wie Sie sagen, die Gelegenheit zu einer vorteilhaften Heirat bietet, stehe ich Ihnen nicht im Wege. Das wäre ein liebes Spielzeug für die Dame. Oder dieser Handspiegel, 15. Jahrhundert, garantiert echt. Aus einer guten... Ein Spiegel? Ein Spiegel zu Weihnachten? Das ist doch nicht Ihr Ernst! Warum denn nicht? Warum kein Spiegel? Sie fragen mich, warum ich keinen Spiegel will? Sehen Sie selbst hinein. Lieben Sie es, sich zu betrachten? Ich nicht, und ich wüsste niemanden, der es täte. Ich bitte Sie um ein Weihnachtsgeschenk und Sie geben mir dieses da. Diesen verdammten Herold der Zeit, der von Sünden und Torheit spricht. Diesen Handmahner des Gewissens. War das Ihre Absicht? Haben Sie dabei einen Hintergedanken? Reden Sie, Sie tun gut daran. Kommen Sie und erzählen Sie mir von sich selbst. Ich rate aufs Geratewohl. Im Grunde Ihres Herzens sind Sie ein recht mildtätiger Mann. Worauf wollen Sie hinaus? Nicht mildtätig, nicht mildtätig, nicht fromm. Lieblos, ungeliebt. Eine Hand zum Geldraffen, eine Kassette für dessen Aufbewahrung. Du großer Gott, Mensch, ist das alles... Ich will Ihnen sagen, was sie ist. Laudanum. Aber ich sehe auch, dass das eine Liebesheirat ist. Und Sie haben bestimmt auf der Dame Gesundheit getrunken. Ah, sind Sie je verliebt gewesen? Erzählen Sie mir davon. Ich und verliebt? Hab nie Zeit gehabt dafür. Und habe heute keine Zeit für den Unsinn. Wo ist denn Spiegel? Wozu die Eile? Es steht und plaudert sich doch hier recht angenehm. Das Leben ist so kurz und unsicher, dass ich keiner Freude entrinnen möchte. Selbst einer so unschuldigen wie dieser hier nicht. Wir sollten vielmehr an allem, was uns gegeben ist, festhalten wie einer, der über dem Abgrund schwebt. Jede Sekunde stellt einen Abgrund dar, wenn man es recht bedenkt. Einen schwindelnd tiefen Abgrund, tief genug, um uns bis zur Unkenntlichkeit unseres Menschtums zu zerschmettern. Und daher ist es besser, sich angenehm zu unterhalten. Wir wollen voneinander reden. Wozu diese Maske? Vertrauen Sie mir doch. Wer weiß, vielleicht werden Sie und ich eines Tages noch Freunde.
Ich habe Ihnen gerade noch ein Wort zu sagen. Entweder Sie erledigen Ihren Einkauf oder Sie scheren sich aus meinem Laden. Hä? Wahr, sehr wahr. Genug der Torheiten zur Sache. Zeigen Sie mir etwas anderes. Vielleicht ist dies etwas Passendes. Habe ich getan. Sie haben nicht gerufen? Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass das Dienstmädchen sich heute früher als gewöhnlich von seinem Schatz getrennt hat. Sie hat es zwar nicht eilig, sieht sich die Volksmenge an und die Bilder an den Anschlagsäulen, doch ihr Kommen rückt immer näher. Auf die Folgen brauche ich Sie wohl nicht hinzuweisen. Sie kennen mich? Ich bin seit langem Ihr Freund. Wer sind Sie? Ich habe Sie beobachtet und möchte Ihnen helfen. Nein, mir von Ihnen helfen lassen, niemals. Von Ihnen nicht. Noch kennen Sie mich nicht, noch nicht. Ich kenne Sie. Ich kenne Sie bis auf den Grund Ihrer Seele. Sie kennen mich? Wer kennt mich? Ich habe einzig gelebt, um des Menschen Natur Lüge zu strafen. Mein Gott! Unter Riesen geboren, habe ich unter Riesen gelebt, den Riesen des Zufalls, der Umgebung. Und Sie wollen mich nach meinen Taten beurteilen? Sie vermögen ganz gut in den Herzen zu lesen. Erkennen Sie nicht in mir jenes Wesen, das so verbreitet ist wie die Menschheit selbst, den Sünder wider Willen? Vermögen Sie nicht, in mein Innerstes zu blicken? Mein Innerstes. Grauen. Ich will Ihnen mein ganzes Herz enthüllen. Das Verbrechen, bei dem Sie mich gerade ertappt haben, war mein letztes. Ich schwöre es. Diese Hände werden künftig Werkzeuge des Guten sein. Auf dem Weg zu meinem Verbrechen habe ich viel gelernt. Die Tat selbst ist mir zur denkwürdigen Lehre geworden. Ich sehe mich bereits als einen ganz anderen. Alles, was Sie sagen, klingt sehr schön. Gestatten Sie mir dennoch eine einzige Frage. Durch wechselhafte Schicksale und Launen war ich mit Ihnen und habe Sie ununterbrochen von Stufe zu Stufe sinken sehen. Aber sind Sie sich selbst gegenüber
in irgendeinem noch so geringfügigen Punkte strenger geworden? In irgendeinem Punkt? Nein, nirgends. Überall ist es bergab mit mir gegangen. Dann begnügen Sie sich mit dem, was Sie sind. Sie werden sich niemals ändern. Die Worte Ihrer Rolle auf dieser Bühne sind unwiderruflich niedergeschrieben. Es ist wahr. Ich sehe klar, wohin mich die Pflicht jetzt führt. Ich danke Ihnen aus tiefster Seele für die Lehren, die Sie mir gegeben haben. Endlich sehe ich klar. Endlich erkenne ich den Grund meiner Seele. Böses zu tun, so bleibt mir noch eine Tür zur Freiheit offen. Ich kann mich jederzeit der Kraft des Handelns begeben. Sie täten gut, zur Polizei zu gehen. Ich habe Ihren Herrn ermordet.